Ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Mind und Bodyset, dem Podcast, der dich gesundheitlich weiterbringt und dir stets spannende Impulse für deine Motivation, für deine Begeisterung und deine Inspiration zum Thema Gesundheit bietet, aber eben auch ganz klare Hinweise, wie das im Alltag am besten umzusetzen ist. Und ich möchte dir heute wieder einmal Impulse im Duo geben mit einem Begleiter, mit einem Podcast-Gast. Und zu dem heutigen Podcast-Gast habe ich eine ganz besondere Verbindung. Du wirst gleich verstehen, warum. Denn ich habe ihn vor ungefähr einem Jahr auf einem Seminar kennengelernt. Und wir hatten zunächst eine, ja, Kundenbeziehung, wenn man so will. Er hat sich bei mir ein Fitnessgerät sozusagen besorgt, also eine der wenigen Sparten, wo es wirklich ganz klar um körperliches Training geht. Eine Reaktivkrafthantel, die einen ganz besonderen Impuls für die Gesundheit liefern kann. Und wir sind dann in ein freundschaftlich geprägtes Arbeitsverhältnis sozusagen oder Angestelltenverhältnis übergegangen. Die Rede ist von Christian Wittig. Er ist ein Mensch, der schon immer sehr aktiv in seinem Leben war. Und deswegen wundert das auch nicht, dass er sein, ja, berufliches Leben mit dem Grundwehrdienst sozusagen begonnen hat, bevor er zur Ausbildung nach Leipzig gekommen ist. Und um mal in seinem sportlichen Leben zu bleiben, da hat er dann sich zum ersten Mal in einem Fitnessstudio angemeldet. Und dann sagt er so schön, kam eins zum anderen. Er ist nämlich dann direkt ins Studium zum Fitnesstraining übergegangen, also studierte diesen Bereich in einem dualen Studium, also immer dann auch begleitend in einem Studio und wurde dann schnell stellvertretender Studioleiter. Er ist nicht nur ein sportbegeisterter Fitnesstrainer, sondern auch mein Fox Life Instructor und ein wirklich sehr, sehr sympathischer Mensch, den ich hier heute im Interview habe. Und das wirst du gleich auch merken. Papa von zwei Kindern, verheiratet und gefühlt ewig jung geblieben. Und was so seine Geheimnisse sind und wie er das macht, das werden wir heute hier im Interview erfahren. Christian, schön, dass du da bist. Ja, hallo lieber Ben. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr jetzt, dass ich hier in deinem Podcast mit dabei sein darf. Ihr merkt schon, also jeder, der das Video zu dem heutigen Podcast auch sieht, die Interviews werden ja immer auch in Videoform oder fast grundsätzlich in Videoform aufgezeichnet, der kann schon sehen, Christian strahlt. Wenn der nicht Links- und Rechtsohren hätte, dann würde das Grinsen wahrscheinlich einmal rumgehen. Du bist ein Mensch, wann immer ich dich höre oder sehe, man merkt, du bist gut drauf, du strahlst. Was ist dein Geheimnis für gute Laune? Ja, also dein Spruch, den du gerade gebracht hast, mit dem, wenn die Ohren nicht dazwischen wären, würde das rund rumgehen, den habe ich schon sehr oft gehört. Aber bei mir ist es eigentlich schon immer so. Ich bin halt positiv eingestellter Mensch. Man könnte auch sagen, halt optimistisch eingestellt. Und ich versuche halt immer die schönen Dinge am Leben zu sehen und mitzunehmen, auch wenn es mal nicht so rund läuft immer. Aber auch in schlechten Zeiten gibt es meistens immer irgendwas, was positiv ist. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, in allem Schlechten auch das Positive sehen. Und das versuche ich halt. Und klar, es ist nicht immer alles, wie man so schön sagt, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ja, die größte Zeit bin ich einfach gut drauf. Und das habe ich wahrscheinlich aus meinem Elternhaus mitbekommen. Und wie gesagt, das war schon immer so bei mir. Also ich musste mir das nicht irgendwie antrainieren oder üben. Ja, ich war schon immer fröhlich, positiv eingestellt. Ja, das ist, glaube ich, wirklich eine schöne Gabe und auch schön, dass du ganz ehrlich reflektierst. Es gibt auch Phasen, in denen das nicht immer so ist. Ich glaube, alles andere kann auch ein bisschen verwirrend wirken für Zuhörer oder Zuschauer und Schauerinnen. Aber eben definitiv, es gibt eben in allem auch etwas Gutes zu sehen und wir dürfen uns vor allen Dingen, und ich glaube, dass wir alle daran arbeiten können, in den Dingen versuchen, auch wenn manchmal etwas Mist passiert, das Gute zu sehen, und uns auch auf das Gute zu fokussieren, um Ja. unsere Laune nicht schlecht werden zu lassen. Denn garantiert kann man es auch umgekehrt machen. Man kann tatsächlich auch in jedem etwas Schlechtes sehen. Ja. Jetzt hast du einen spannenden Wandel gemacht. Ich habe gar nicht so richtig in der Einführung darüber gesprochen, aber wenn ich das richtig gelesen habe über dich, dann hast du ja eigentlich mal Systemtechniker gelernt, auch sehr erfolgreich abgeschlossen. Und bis dann zum Fitnesstrainer, zum Studioleiter. Wie kam der Wandel bei dir? Ja, also ursprünglich war es so, ich war halt schon immer sehr aktiv, also ich will nicht sagen im Bereich Sport, aber ich habe immer,
versucht, aktiv zu sein, also auch früher als Kinder. Wir waren immer unterwegs, draußen viel, Fußball gespielt, jeden Nachmittag manchmal von früh bis abends um 10. Also das war echt Wahnsinn. Und dann, ja, als das Abitur so immer näher rückte, stellte sich irgendwann die Frage, was machst du dann nach dem Abitur, nach deinem Grundwehrdienst? Und da war ich auch damals noch beim Arbeitsamt, also heute Arbeitsagentur, und habe mich informiert. Ich habe gesagt, ich möchte gerne was machen, wo ich aktiv bin, mit Sport in Verbindung. Und die hat klipp und klar gesagt, da würde nur ein Sportstudium in Frage kommen. Da hatten die so einen schönen Infoflyer. Damals war das ja mit dem Internet noch nicht so wie heute. Und als ich mir die Punkte von dem Sportstudium angeguckt habe, da habe ich eigentlich gedacht, nee, das ist nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte was aktiv machen. Und da ging es dann halt um Sportgeschichte, um verschiedene andere Sachen, die da aufgeschlossen waren. Und da dachte ich mir, nee, das willst du nicht. Und dann habe ich den zweiten Punkt halt in Angriff erstmal genommen. Das war die Sache mit Computer. Das hat mich auch noch interessiert. Bin dann halt über Siemens in die Ausbildung gekommen, habe IT-Systemelektroniker gelernt. Und für diese Ausbildung bin ich nach Leipzig gegangen. Und hier habe ich mir halt auch irgendwas gesucht, um aktiv zu sein, und habe mich das erste Mal im Fitnessstudio angemeldet und fand das so klasse. Also während meiner Ausbildung bei Siemens habe ich parallel, war ich eigentlich fast täglich in dem Fitnessstudio. Und die Kurse fand ich dort auch ganz spannend. Und dann habe ich langsam gemerkt, wie sich meine Fachliteratur oder erstmal die allgemeine Literatur von Computer wie Computerbild oder CT, was es damals gab, was ich da gelesen habe, wechselte zu sowas wie Men's Health und anderen Dingen. Und ich habe gemerkt, ich interessiere mich immer mehr für dieses Thema. Es begeistert mich. Und dann habe ich, wie du schon sagtest, auch den Beruf erfolgreich, die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, hatte auch gleich danach eine Anstellung und habe aber gemerkt, also das ist nicht das, was du wirklich dann, ich sage jetzt mal, bis zur Rente machen möchtest. Ja? Also das ist jetzt nicht irgendwas, was dir Spaß macht. Und dann habe ich mich weiter informiert, was es jetzt aktuell für Möglichkeiten gibt. Und genau in diesem Moment begann in Leipzig zum ersten Mal die Möglichkeit, an einem dualen Studiengang Fitnesstraining oder Fitnesstrainer teilzunehmen. Und da dachte ich, als ich das gelesen habe, das ist genau das, was du machen willst. Habe mich dafür angemeldet, habe mir ein Ausbildungsstudio gesucht, zum Glück auch ein tolles gefunden. Und ja, habe dann dort die 3 Jahre das duale Studium absolviert, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und durfte auch dort schon Kurse geben. Und wo ich auch im Laufe der Zeit gemerkt habe, Mensch, das ist das, was du machen willst. Mit Leuten zusammenarbeiten, Spaß haben, Gesundheit vermitteln. Und ja, das hat dann auch mein Chef gemerkt, meine Begeisterung, und hat dann nach dem Studium gesagt, wir würden dich gerne weiter behalten. Willst du Studioleiter, also stellvertretender Studioleiter machen? Da habe ich gesagt, na klar, gerne. Ist ja super geil, genau das, was ich machen möchte. Und da habe ich halt gemerkt, auch wenn die Bezahlung halt in der Branche nicht so ist wie in anderen Branchen, aber das ist halt was, wo ich mir vorstellen konnte, wirklich das bis zu meinem, ja, bis zu meinem Lebensende, also nicht mal bis zur Rente, sondern bis zu meinem Lebensende zu machen, weil es einfach so viel Spaß macht. Und so ist es dann alles gekommen, dass ich dann wirklich aus dieser IT-Schiene in die Fitnessbranche gewechselt bin. Ja, cool. Also wie so häufig im Leben, da wo die Begeisterung liegt, da macht es Sinn, sich auch natürlich beruflich zu verwirklichen. Das ist wirklich klasse. Und was man auch dazu sagen darf, du hast ja in der Folge mit Sicherheit auch die Fitnessgebühr, also den Beitrag, Studiobeitrag sparen können. Ja, das stimmt, ja. Das war was Positives, das ist richtig, ja. Nein, also ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass in der Branche nicht so gut bezahlt wird. Aber auch da eben, es ist nur eine Seite der Medaille, ne, wenn eine große Freude dafür da ist. Und wahrscheinlich merkt jetzt auch schon Zuschauer, Zuschauerin oder Zuhörer, Zuhörerin, warum ich ziemlich begeistert war, als ich dich kennengelernt habe, auch mit deiner Expertise, um dich dann für meine Sache noch mit oder für unsere Sache zu gewinnen. So möchte ich das schon fast ausdrücken. Denn es ist etwas Besonderes, wenn Menschen eine so große Begeisterung haben, andere Menschen gesünder zu machen, zu begleiten. Und das passt einfach extrem gut. Kannst du grundsätzlich mal sagen, welchen Stellenwert Gesundheit in deinem Leben genießt und warum sie eben auch diesen Stellenwert für dich hat? Ja, also das ist natürlich ein Punkt. Gesundheit, das ist was ganz, ganz Wichtiges, weil egal, was man natürlich als Ziele im Leben hat, ohne Gesundheit, ohne einen passenden, fitten Körper dafür, kann man ja die Ziele schlecht erreichen. Ja? Also das werde ich auch oft in Gesprächen manchmal gefragt. Ja, warum machst du so viel? Warum achtest du da drauf? Ich möchte ja nicht dann irgendwann mal mit 60 sagen, so, jetzt habe ich mir ein Vermögen oder genug Kapital angespart, jetzt kann ich das machen, was ich möchte, finanziell gesehen, habe aber nicht mehr die gesundheitlichen Möglichkeiten dazu, weil im Knie zwickt es, im Rücken ist irgendwas mit den Bandscheiben oder sonstigen. Deswegen ist das für mich ganz wichtig,
weil es halt auch aufbauend ist auf anderen Sachen, ja, auf anderen Zielen, die ich im Leben erreichen möchte. Ja, und deswegen ist das für mich ganz wichtig, zum Beispiel jetzt auch hier. Ich bin jetzt hier am Arbeitsschreibtisch, ja, und Sitzen ist ja ein ganz großes Thema, das ist ja furchtbar, ja, was zu viel Sitzen macht mit dem Körper. Und deswegen habe ich hier ein kleines Laufband stehen. Und wenn ich dann jetzt hier halt am Schreibtisch viel arbeite, dann gehe ich ja einfach leicht nebenbei spazieren, bleibe so in Bewegung, Stoffwechsel bleibt aktiv und das ist eine schöne Sache einfach. Anstatt jetzt hier 8 Stunden auf meinem Bürostuhl zu sitzen, was ich einfach furchtbar finde. Das ist, nee, also das kann ich gar nicht. Und deswegen ist es auch wichtig für mich, dass halt mit Gesundheit passt und dann darauf bauen dann andere Dinge mit auf. Ja, also schön und unheimlich wichtig, diese Erkenntnis. Wir arbeiten daran, dass das mehr Menschen so verstehen, wie wichtig das ist und nicht so aus dem Gefühl heraus, es geht doch auch so irgendwie oder sagen wir mal das irgendwie sogar noch weg. Aber vor allen Dingen nicht erst den Zustand zu erreichen, wo es eben wirklich anstrengend wird, Dinge wiederherzustellen, sondern es begleitend zu machen. Und klar, da bist du dann auch ein Role Model mit dem Laufband, also ein Vorbild mit dem Laufband unter dem Schreibtisch. Wobei es eben auch sehr wichtig ist zu sagen, es geht gar nicht sehr so um den Sport, sondern auch um die Art der Bewegung. Genau. Ne? Eben immer wieder zwischendurch in Bewegung zu kommen. Und deine Arbeit ermöglicht das ja auch immer wieder, diese Aktivität, beziehungsweise deine Einstellung vor allen Dingen. Das will ich nochmal eher hervorheben, ermöglicht das natürlich dann auch so umzusetzen. Du bist Papa von zwei Kindern, von zwei Kids. Was vermittelst du denen denn in Bezug auf die Gesundheit? Was ist dir da wichtig? Was lebst du ihnen vor, was sie für sich auch unbedingt im Leben so mitnehmen dürfen? Also klar, ich ermische mich auch immer wieder, auch bei meiner Frau, wo es dann mal geht, wo man den Kindern versucht, direkt was zu erklären, warum wir das jetzt machen, warum das jetzt wichtig ist für die Gesundheit oder warum wir jetzt halt manchmal, wenn es irgendwelche Krankheiten gibt, warum man dann jetzt halt diese Medizin schlucken muss oder diesen Trunk nehmen muss, wenn es Halsschmerzen sind oder ähnliches, warum trinkt man jetzt Zwiebelsaft, ja, mit Honig gemixt, solche Sachen. Aber man merkt halt oft, sind einfach halt zu klein noch dafür, zumindest mein Dreijähriger, und es ist einfach besser, halt Sachen vorzuleben. Da merke ich zum Beispiel, wie die Begeisterung mitkommt. Also ich kann es mich noch erinnern, wo ich ja das Laufband natürlich damals bekommen habe. Ich sag mal, Papa, ich will auch drauf, Papa, ich will auch drauf. Ja, das sind so Sachen, wenn man es einfach vorlebt, die Kinder wollen es mitmachen. Und ganz lustig fand ich es am Anfang, wo ich dann auch bei dir, der Fox Akademie, mein eigenes Training gemacht habe. Jetzt ist es auch ab und zu mal noch. Aber gerade am Anfang, da standen beide mit auf der Couch und dann haben die mit dem Arm mitgeschüttelt. Ja, oder sind auch mit so in die Kniebeuge gegangen und haben wollten alles mitmachen und haben gesagt, Mensch, das ist eine super Sache. Und ich versuche es halt einfach, meinen Kindern diese Gesundheitsthemen vorzuleben, versuche es aber nicht vorzuschreiben. Also es ist ja auch so ein Aspekt zum Beispiel, ich bin ja auch Barefoot Movement Coach, also ich sage mal vereinfacht Barfußtrainer, habe auch Barfußwanderungen mal in Leipzig gemacht und hier ist jetzt nicht so, dass ich sage, Kinder, passt auf, ihr müsst jetzt barfuß unterwegs sein, weil das ganz wichtig für eure Füße ist, für eure Haltung etc., für eure Gesundheit, sondern ich lebe es einfach vor und wenn dann meine Kinder zum Beispiel im Sommer sagen, im Sandkasten, Papa, kann ich die Schuhe ausziehen, dann sage ich natürlich ja. Aber ich sage jetzt nicht, ihr müsst jetzt die Schuhe ausziehen. Ja? Also sie haben ja eben Minimalschuhe an, aber wenn sie wollen, dann wollen sie, wenn nicht, dann nicht bei solchen Sachen. Ja? Und da versuche ich halt wirklich auch einfach durch das Vorleben zu zeigen, was möglich ist und meine Kinder können dann das umsetzen, was sie möchten. Ja, sehr cool. Ich glaube, dass das mit einer der wichtigsten Dinge ist. Wir dürfen uns natürlich da als Erwachsene auch immer wieder bei ertappen, was wir vielleicht selber eigentlich anders vermitteln wollen mindestens und nicht immer selber richtig machen. Aber eben das schöne Beispiel Wasser predigen und Wein saufen. In dem Moment greift Christian zum Glas, zum Wasserglas wohlgemerkt. Das ist natürlich schön zu sehen, dass das einfach mitgenommen werden kann. Und das ist eine Lebensphase, in der so viel dann auch schon für später angelegt werden kann. Insofern bin ich immer wieder geradezu erstarrt oder erzitternd, wenn ich sehe, dass wir eigentlich Kinder im Leben sitzen machen. Ne? Die haben ja eigentlich diesen Bewegungsdrang und der wird dann stillsitzen, zuhören und so weiter. Da darf man schon ein gesundes Mittelmaß drin finden. Wobei ich eben ja auch mit meinen Konzepten klar der Meinung bin, dass wir im Sitzen auch immer mal wieder gute Arbeit verrichten können, konzentriert sein können. Aber das darf eben nicht dauerhaft so sein, sonst entstehen eben auch mit einem bestimmten zeitlichen Verlauf erst belastende Momente, die dann der Gesundheit nicht wirklich oder die der Gesundheit unheimlich schaden können. Eine Stunde Sitzen minus 22 Minuten Lebenszeit ist ja schon ein klares Signal dafür. Du hast eben schon einmal angesprochen, deine Zusatzqualifikation, da könnte man eine ganze DIN A4-Seite letztlich mit füllen. Also du hast immer auch auf das Thema Weiterbildung in dem Bereich
viel Wert gelegt. Hast also auch viel kennengelernt. Insofern würde mich jetzt unheimlich mal interessieren. Ich halte jetzt einmal hier kurz hoch die Fox Reaktivkrafthantel, aber die stehen Sie auch am Schreibtisch. Ja. Wunderbar. Für die du ja auch Mitinstructor dann bei mir bist in der Akademie. Was kannst du grundsätzlich sagen? Was ist das Besondere daran? Was hat dich daran auch so begeistert im Vergleich zu dem, was du auch sonst schon so kennengelernt hast? Ja, also zum einen, um es ganz einfach zu halten, wirklich ganz einfach zu halten, ist einfach ein Gerät, was ich überall mit hinnehmen kann und in kurzer Zeit ein unglaublich effektives Training durchführen kann. Ja? Also ich hatte es auch mit dem Urlaub, weil, wie gesagt, die hatten mir bei uns im Koffer einfach mit reingelegt. Ich habe sie mit dem Urlaub genommen. Pro Tag reicht ja ungefähr eine 10-Minuten-Einheit, um wirklich schon su super effektiv zu trainieren. Und das Tolle ist ja, man kann in einer Einheit oder auch was wir ja manchmal machen, in diesen 30 Minuten Live-Training, kann man ja in einer Einheit unwahrscheinlich viele Trainingsaspekte reinpacken. Ob das jetzt Stabilisationstraining ist, Gleichgewichtsschulung, Koordinationstraining, Herz-Kreislauf-Training, kann man alles mit reinpacken und man hat jederzeit dieses Training für die Tiefenmuskulatur. Ja, die Rumpfmuskulatur muss angespannt werden, muss festgemacht werden. Das hat man immer mit dabei. Und so hat man unwahrscheinlich viele Aspekte, die man in kurzer Zeit mit dieser Hantel einfach trainieren kann. Und das finde ich so genial, weil das war ja auch was, weswegen ich ja dann auch damals auf dich zugekommen bin, wo ich nach meiner Zeit, wo die Fitnessbranche bei mir dann, dieser Bereich Fitnesstraining, Fitnessbranche dann ein Ende fand. Und ich dann gesagt habe, jetzt brauche ich was Effektives, weil ich will ja nicht an meinem Schreibtisch in Anführungszeichen versauern, ja, sondern ich muss ja weiter sportlich aktiv bleiben. Und da war das für mich einfach das, wo ich sagte, dieses Gerät, ich kann das ja auch schon ein bisschen von früher aus anderen Kursen, die ich gegeben habe, das musst du nehmen, weil das ist hocheffektiv. Und du hast ja noch eine super Anleitung mit dazu, sage ich mal, ja, mit der Fox Akademie. Und das passte für mich einfach, wo ich gesagt habe, ja, wir mussten ja auch nicht lange drüber reden. Mir war klar, das ist das, was ich brauche. Und ich kann es einfach denjenigen, die wirklich sagen, ich habe wenig Zeit, ich möchte was zwischendurch immer machen können, denen kann ich das nur empfehlen. Ja. Also, das ist immer der große Vorteil, und das hörst du jetzt vielleicht auch schon, wenn du dir oder siehst es auch, jemand, der sich mit dem Bereich und der Materie wirklich auskennt, dem brauche ich dazu nicht viel zu erklären, was das macht, sondern der weiß einfach, wo die Vorteile darin liegen. Und ja, ich freue mich, dass du dich ja für die Fox Akademie so begeistern konntest und es ja auch so umgesetzt hast. Und du beschreibst es ja auch, es gab ja eine echte Zäsur in den etwa vergangenen 2 Jahren, was die Sportbranche und Fitnessbranche angeht, die natürlich sehr unter der Pandemie und den Lockdown-Bestimmungen gelitten hat. Auch bei dir war es, glaube ich, so, dass du von heute auf morgen nicht mehr im Studio aktiv sein konntest. Und wahrscheinlich deswegen auch deutlich dein Pensum an Aktivitäten reduzieren musstest, zumindest an sportlichen Aktivitäten. Wie hast du dich fit gehalten? Welche Rolle hat da auf der Fox dann für dich gespielt? Ja, es ging ja los mit dem ersten Lockdown, den wir dann ja, ich glaube, Mai 2020 war das ungefähr gewesen, wo ich habe in der Woche ungefähr 12 bis 13 Kurse gegeben, ja, und das war jetzt halt, ich sag mal, von 100 auf 0, ja, schlagartig. Und der Lockdown hat mir auch nicht gut getan in dem Sinne, weil das Problem war ja, ich konnte nebenbei auch kein Training jetzt für mich machen, weil die Kitas zu waren. Ich hatte den ganzen Tag die beiden Jungs da. Und meine Frau, die durfte noch arbeiten gehen, bei ihr war das möglich, weil das Büro da anders aufgeteilt war. Also das ging. Und so hatte ich dann von, ich sage, frühs bis abends wirklich die Kinder. Und ja, muss ich wirklich sagen, dann hatte ich abends keine Lust mehr, irgendwann um 20, 21 Uhr irgendwas zu machen. Ich war einfach fertig. Ich war einfach platt. Und dann hatte sich das irgendwann mal aufgehoben. Die Studios haben wieder geöffnet. Ich konnte wieder die Kurse geben, war happy darüber. Aber das war ja nur eine kurze Zeit. Und Ende des Jahres kam dann der nächste Lockdown. Selbes Problem, wo ich mir dann auch da langsam überlegt habe, wie geht das weiter, die ganze Geschichte in der Fitnessbranche? Und wie geht es auch weiter persönlich bei mir damals im damaligen Fitnessstudio, wo ich noch war und wo ich mir dann einfach gesagt habe, okay, es gab einen guten Zufall, ich habe ein super Angebot bekommen, ja, für einen neuen Arbeitsplatz, wo ich sagte, diese Chance, die muss ich jetzt einfach nutzen. Es ist zwar nicht mehr Fitnessbranche, aber die Chance nutzt du jetzt. Und somit habe ich dann dort gekündigt, bin quasi, habe einen Schlussstrich gezogen mit der Fitnessbranche vorerst und bin in einen ganz anderen Bereich reingegangen und habe dann aber auch gemerkt, jetzt fehlt dir natürlich was. Ja? Also wenn du vorher gegeben hast, Langhantelkurse, Spinningkurse, irgendwelche Bauch-Beine-Po-Kurse und jetzt
hast du gar nichts mehr davon. Das fehlt natürlich unwahrscheinlich. Auch der Kontakt zu den Menschen, das fehlt. Und dann war ich halt auf einem Seminar in Hamburg und habe dich dort mit gesehen, habe ja die Foxhandeln schon vorher mal kennengelernt beim GVMS. Und da dachte ich mir, wenn du jetzt in Hamburg bist, dann gehst du zum Ben und dann holst du das System. Weil ich kann es, wie gesagt, von früher ja schon ähnlich, so eine Reaktivkrafthandel, und wusste, wie effektiv das ist. Und dann haben wir uns kurz am Stand ja nur unterhalten. Also du musstest mich ja gar nicht irgendwie dazu aufklären oder mir was zu erzählen. Und ich war so froh dann, dass ich die Handeln hatte. Und ja, mir war klar, das musst du jetzt täglich machen. Und dann kamst du ja noch und hast gesagt, Christian, ich habe da noch was, was ich mit dir gerne besprechen wollte. Und da wusste ich auch gleich, ja, das passt. Das soll vom Universum einfach so sein. Du bleibst weiter, in Anführungszeichen, der Fitnessbranche in gewisser Weise erhalten. Ja. Und ja, jetzt mache ich das halt wirklich täglich. Gut, ich bin noch auf dem Laufband, aber ja, überwiegend ist mein Training jetzt halt mit der Foxhandel. Ja, schön. Also auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Statement, das da so zwischen den Zeilen mit rüberkommt. Vertrau darauf, was dir für Möglichkeiten geboten wird. Sei mal mutig, auch was anderes zu machen. Und du hast ja in gewisser Weise da auch da nochmal wieder eine 180-Grad-Wende ja. hingelegt. Und aber auch das erhalten, was dir so in dem Bereich Fitness so wichtig ist. Und es wäre sehr schade gewesen, dich auch hier völlig zu verlieren für dieses Thema und für die Begleitung. Ja, lass uns doch mal darüber sprechen, was du für Veränderungen festgestellt hast. Denn ich muss ehrlich sagen, vielleicht kurz für die Beschreibung, was ist dieses Fox Live und welche Instructor-Funktion hast du da? Also wir haben einmal die Woche ein Fox Live, da wird also live ein Training online angeleitet von dir. Das haben wir tatsächlich auf 30 Minuten gemacht, weil der Wunsch bestand, auch mal sowas eben zu haben, auch wenn sonst die Trainingseinheiten wesentlich kürzer sind und auch mit wesentlich weniger Zeit äußerst effektiv sind und schon vollständiges Training ersetzen können. Und da gibt es eben immer wieder auch eine Anleitung, die du übernimmst. Ich bin ab und zu auch mal da zu sehen, aber im Wesentlichen liegt das in deinen Händen. Und wir stellen diese Trainings auch immer noch im Nachgang zur Verfügung. Also wenn jemand nicht live daran teilnehmen kann, dann haben wir da eben einen großen Umfang auch schon an Live-Trainings, die dann eben noch in Anführungszeichen nachgeturnt werden können für alle, die da nicht konnten. Und ich muss ja echt sagen, ich habe relativ wenig an Live-Einheiten mit dir, nachdem wir viel im Vorfeld schon gemacht haben, live mitgemacht, aber ich habe immer mal so reingeguckt und dann dachte ich irgendwann in so einem Upload, als ich mein Video hochgeladen habe, meine Güte, was hat der Kerl gemacht? Und da lagen, glaube ich, so ungefähr vielleicht 4 Wochen zwischen dem ersten Live-Upload und dem damaligen. Du warst derart anders in deiner Körperform, aber jetzt beschreib du vielleicht einfach so ein bisschen mal was dazu. Ja, also wie gesagt, da muss ich ja dazu sagen, durch diesen Lockdown, mir fiel ja völlig das Training weg und erst durch dein System und dieses regelmäßige Trainieren bin ich da wieder reingekommen. Und natürlich nach einer längeren Pause, ja, auch das Gewicht ist ein bisschen nach oben gegangen, das gebe ich zu. Aber wirklich durch das Training dann, ich habe ja am Anfang mit den Foxhandeln erstmal nur die einzelnen Schritte aus der Fox-Akademie durchgegangen. Also das Einsteiger, dann Schritt für Schritt. Und dann werden die Videos ja immer ein bisschen, oder die Übungssessions auch immer ein bisschen anspruchsvoller. Das soll ja auch so sein, das ist ja auch cool so. Und ich habe wirklich gemerkt, also mit der Fitness, es geht schlagartig nach oben. Und mir wäre das persönlich gar nicht so aufgefallen, wenn du dann nicht gesagt hättest, Mensch, Christian, ich habe das jetzt mal verglichen. Dann habe ich auch mal geschaut, Mensch, der Ben hat ja recht. Also wirklich auch Muskelzuwachs in dem Sinne im Vergleich zu den Bildern von vorher. Also ich fühle mich damit einfach fitter. Es ist auch, wenn man zwischendurch, ja, wenn man jetzt am Schreibtisch mal eine Weile gearbeitet hat und macht jetzt einfach nur mal eine kurze Einheit mit den Foxhandeln, man hat einfach mehr Energie, man ist wieder gelockerter und ich kann das wirklich nur sagen, ich bin so begeistert davon, weil die Trainingseffekte, die ich damit jetzt erzielt habe, ich finde die einfach klasse. Und ja, das habe ich mit so kurzer Zeit vorher noch nie geschafft. Also mit so kurzen Trainingseinheiten von Zeit her gesehen. Ja, ja. Also es ist ja für jeden theoretisch nachvollziehbar, der den Zugriff hat, der wird sehen, irgendwie, also es war vor allen Dingen die Schultermuskulatur war viel ausgeprägter, die Brustmuskulatur, die Arme waren ganz anders, viel mehr kann man ja dann auch nicht so sehen. Ich hatte den Eindruck aber auch, dass der Rumpf deutlich nochmal muskulöser geworden ist und das in 4 Wochen, das ist schon wirklich unglaublich cool.
Und vielleicht auch das nochmal zur Erklärung, weil du auch sagst, so zwischendurch, es geht bei diesen zwischendurch gar nicht darum, dass du jetzt eine Sporteinheit machst, also für alle, die das 3x3 nicht kennen, sondern es geht darum, dreimal zwischendurch eben eine kurze Aktivierung oder eben auch durchaus eine geistige, muss ja nicht immer eine körperliche Aktivierung zu machen. Da bieten sich natürlich auch die Foxhanteln an und in der Fox-Akademie haben wir natürlich auch da eine Sparte, die heißt Fox 3x3. Wo dann eben diese kurzen 3 Minuten mit der Foxhantel umgesetzt werden können, um eben auch da eine schnelle Aktivierung unterzubringen und einfach mal vor allen Dingen an der Stelle den Stoffwechsel, der so unglaublich leidet beim Sitzen, wieder in Gang zu bringen. Das macht ja auch hormonell einen großen Unterschied. Die Durchblutung wird angeregt, wir werden dadurch wacher, können im Kopf klarer denken, auch komplexer denken. Und der dritte Schritt ist eigentlich mindestens genauso wichtig, das Thema Rücken. Wenn wir da eben diesen Rumpf, dieses Ungleichgewicht im Rumpf erzeugen, das lässt sich damit bis in die Tiefe eben sehr, sehr schnell aktivieren. Das hattest du ja auch mit der tiefen Muskulatur beschrieben, an die wir so durch klassische Trainingseinheiten oft gar nicht richtig rankommen. Jetzt gehen wir einmal noch auf deine Vorliebe für sportliche Herausforderungen ein. Also natürlich ist auch immer wieder ein Fox Live eine sportliche Herausforderung. Also so kann ich für mich das zumindest beschreiben, wenn wir da anleiten. Das ist immer, da ist immer Dampf drin. Aber du suchst durchaus noch andere sportliche Herausforderungen. So zum Beispiel vor, glaube ich, ein, 2 Wochen den 10. Cross Deluxe. Das ist, glaube ich, so ein Hindernisparcours, Schlamm. Also jeder, der das Layout vom heutigen Podcast sieht, der weiß, wie man danach durchaus gezeichnet sein kann. Nicht nur körperlich, sondern auch äußerlich. Ja, vielleicht kannst du einfach mal auch dazu ein bisschen was beschreiben. Warum machst du das? Ja, warum mache ich das? Das ist eigentlich eine gute Frage. Also eigentlich, weil es mir Spaß macht. Ja. Also früher war es immer so, bevor die Kinder da waren, war ich immer sehr viel laufen und hatte auch an verschiedensten Laufveranstaltungen teilgenommen. Also Rennsteiglauf, dann gab es hier eine mittelsächsische Lauftour mit verschiedenen Läufen. Das hat mir immer Spaß gemacht. Leipzig-Marathon gemacht, Berlin-Marathon gemacht. Und aber irgendwann durch die Kinder fehlte dann einfach die Zeit fürs Lauftraining. Das ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber eine Laufveranstaltung neben dem Brockenlauf, den ich ab und zu mitgemacht habe, ist geblieben und das ist der Cross Deluxe. Den finde ich einfach so genial für mich persönlich. Den finde ich wirklich einfach so herrlich. Ich war beim allerersten Mal dabei, als es ja stattfand. Mittlerweile war es ja dieses Jahr der 12. Cross Deluxe. Zweimal konnte ich nicht. Aber wie gesagt, für mich war es die 10. Teilnahme. Und ich finde das einfach geil, weil es eine Art körperliche Herausforderung ist, wo man sich auch mal wirklich an die Grenzen bringt, wie du schon sagst, durch Schlammrobben, durch Rohre kriechen, über Hindernisse klettern. Und das ist mal was ganz anderes als das, was du irgendwo im Fitnessstudio oder sonst wo erlebst. Und das ist halt diese Kombination, ich laufe gerne und ich mache gerne irgendeine sportliche Herausforderung, einfach aktiv sein und dabei auch noch Spaß haben. Ja, wenn man zwischendurch natürlich manchmal läuft und man denkt, warum tust du dir das an? Ja, aber hinterher ist man glücklich im Ziel und sagt sich, oh, ich will gleich nochmal, ja, deswegen habe ich mich auch gleich, als ich abends dann wieder zu Hause war, für den im nächsten Jahr angemeldet. Weil das ist einfach für mich ein tolles Gefühl. Klar, es werden dann Glückshormone ausgeschüttet und es ist einfach ein tolles Event. Und ich bin einfach davon begeistert und finde das nur genial. Ja. Jeder, manches greifen sich an den Kopf und sagen, um Gottes Willen, wie kann man sowas machen? Ja. Aber so unterschiedlich sind die Menschen und mir gefällt das einfach. Ein echtes Abenteuer, das kann man auf Ja, jeden genau. Fall sagen. Und alles gut, es geht ja auch nicht darum, dass das jeder jetzt in der Form nachmacht. Aber das Schöne auch nochmal zur Beschreibung, es ist ja nicht nur das reine Laufen, sondern es kommen Kraftelemente mit dazu. Es ist natürlich wirklich in gewisser Weise abenteuerlich, weil sich diese Parcours auch immer wieder etwas verändern. Also es kommt immer was Neues noch mit dazu. Und um das vielleicht auch mal so grob einzuordnen, ich glaube, es sind etwas unter 20 Kilometern. Ne? Es ist Also bald eine das ist Halbmarathon-Distanz. eine Runde und die wird jetzt seit einigen Jahren immer eine Runde mit 9 Kilometern angegeben. Ich renne schon immer die 2 Runden, also es wird als 18 Kilometer angegeben, wobei ich das Gefühl habe, dass es jedes Jahr ein Stückchen länger wird. Aber gut, also es sind irgendwas um die 18 Kilometer, die ich da absolviere. Und dieses Jahr war ich auch wieder ganz happy. Ich habe das Ganze in knapp 2 Stunden 20, irgendwas 22 oder so geschafft. Und dahingehend halt auch sehr froh, weil mir halt dieses Training, was ich vorher immer hatte, also die letzten Jahre, ganz am Anfang, als ich den Cross Deluxe gemacht hatte, hatte ich hauptsächlich mein Lauftraining. Dann kamen die Kinder, da ging das weg, aber ich hatte noch meine, sag ich mal in Anführungszeichen, meine Kurse im Fitnessstudio, die ich angeleitet habe. Natürlich kann man da nicht so rangehen, weil man guckt immer auch mit auf die Leute, man gibt Hinweise, man korrigiert, ja, aber trotzdem bleibt man ja in Bewegung und hat dann entsprechend ein Krafttraining,
Herz-Kreislauf-Training oder Stabilisationstraining. Und das brach ja durch Corona bei mir alles weg. Und deswegen war ich ja so unglaublich erstaunt, dass ich dieses Jahr, also dieses Jahr war wirklich gefühlt der, für mich der beste Ablauf vom Cross Deluxe, sowohl bei, was das Durchhalten angeht während des Laufes, als auch die Regeneration danach. Also ich konnte abends auch wieder ganz normal laufen. Für Nichtläufer ist das vielleicht schwer zu verstehen, aber wenn man jetzt einen Wettkampf oder gerade zum Beispiel einen Marathon gemacht hatte, abends und die Tage danach ist zum Beispiel sowas wie Treppensteigen, gerade Treppe runter, eine extreme Herausforderung für die Oberschenkel. Und mir ging es so gut. Also ich konnte mich wieder normal bewegen, hatte nur ganz leichten Muskelkater. Und letztendlich, ich kann das halt nur auf die Foxhandeln zurückführen, auf das Training mit den Foxhandeln, weil was anderes habe ich nicht gemacht. Ja? Und ja, deswegen bin ich halt auch, wo ich sage, das ist so genial. Und bin auch so dankbar darüber, dass ich das halt gemacht habe, weil dann kann ich das so ein Event auch besser genießen, als wenn ich mich da zwischendurch durchquälen müsste und sagen müsste, oh, wie lange noch, wie weit noch, oh, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, nee, so ist das halt viel schöner. Ja. Also du hast auch eine tolle Platzierung sogar zusätzlich rausgeholt und man muss sich wirklich einmal vorstellen, diese Zeit ist gemessen daran, dass es eben wirklich nicht einfach nur Laufen ist, was so schon für die Distanz eigentlich ganz gut ist, sondern wirklich viel, viel auch an Hürden und an Kraft und an mit der Dauer dann auch an zusätzlicher Anstrengung zu überwinden. Das ist schon wirklich eine tolle Leistung. Und ich finde es auch nochmal ganz wichtig für alle, die jetzt hier gerade zuhören oder zuschauen, das mal einzuordnen für jemanden, der Marathon gelaufen ist, der diverse Laufwettbewerbe gemacht hat, der wirklich auch schon deutlich, deutlich mehr als der Otto Normalverbraucher, die Otto Normalverbraucherin macht, was das dann für eine Bewertung ist, wenn jemand sagt, in 10 Minuten ist eben wirklich ein tolles Training, ein geniales Training zu absolvieren. Das ist natürlich auch nochmal ziemlich cool. Ich habe hier für mich, du beschreibst auch diese Regenerationszeit, ne? Also ich kann das auch bestätigen, solche Wettkämpfe, die werden in aller Regel in den Tagen danach erst nochmal besonders herausfordernd, ja. weil eben wirklich der Körper da auch natürlich je nachdem an die Grenzen geführt worden ist und der muss dann regenerieren, der muss heilen wirklich auch von teilweise Kleinstverletzungen, die mit Entzündungsprozessen einhergehen und so weiter. Deswegen kann eben auch je nachdem mal so ein sehr intensiver Wettkampf gar nicht so gesundheitsförderlich sein, sondern eher das Training darauf hin. Aber du hattest in diesem Jahr sogar relativ kurz danach so eine Art Wiedersehens-Event, glaube ich, in deinem Fitnessstudio. Ja. Ne? Bedeutet, ihr habt euch da mit alten Kursbegleitern wieder getroffen und du hast dann, glaube ich, 4 Kurse in Folge gegeben. Ja. Ging das überhaupt? Oder? Ja, also zu diesem Event, das ist wirklich so, also noch aus meinem allerersten Fitnessstudio, da war einfach... es war wirklich so eine Familienatmosphäre, dort eine Wohlfühlatmosphäre. Man hat sich untereinander, das war nicht, du bist Kunde 1, du bist Kunde 2, du bist Kunde 3, sondern man hat auch wirklich Aktivität mal außerhalb des Studios miteinander unternommen. Viele Mitglieder haben sich privat getroffen und das war einfach wirklich eine coole Zeit. Und wo ich dann dort in dem Studio zu einem anderen gewechselt bin, blieb aber dieser Kontakt erhalten. Und regelmäßig, ab und zu mal durch Corona wurde das natürlich auch ein bisschen unterbunden, treffen wir uns in einem anderen Studio. Und da mache ich einfach mit den Leuten nochmal ein paar Kurse. Es macht einfach Spaß. Es ist wirklich einfach Spaß, sich mal wiederzusehen und ich sage mal in Anführungszeichen, diese alten Zeiten wieder zu erleben. Und das war wirklich genau eine Woche nach dem Cross Deluxe, war dieses Wiedersehens-Event. Das waren 4 Kurse, Adventure Hour, dann 2 Spinning-Kurse und ein Langhantelkurs. Und das waren meine ersten Kurse wieder nach circa wirklich einem Jahr. Also ich bin da schon ein Jahr, wo mein letzter Kurs her war. Und ich dachte auch, oh, mal gucken, wie du das durchstehst. Vor allem nach dem Cross Deluxe, eine Woche Regeneration, aber das ging ja alles ganz gut. Und unglaublich, wahrscheinlich auch wieder durch die Glückshormone oder durch diese Atmosphäre. Wir hatten jede Menge Spaß mit dabei. Wir waren in super Stimmung. Und ja, das lief blendend. Es lief wirklich blendend. Die Tage danach hatte ich auch wieder einen leichten Muskelkater, erstaunlicherweise. Und das Schlimmste war eigentlich das Gesäß von den 2 Spinning-Kursen. Das hat ein bisschen gezwickt. Aber ansonsten war alles gut. Also ich wusste auch nicht, woher kommt das alles, dass es so gut läuft. Ja? Und es gibt halt nur einen Punkt, worauf ich das zurückführen kann, ja? Wie schon angesprochen. Weil was anderes habe ich halt im Training nicht. Und ja, bin einfach nur begeistert davon. Ja, sehr, sehr cool. Kannst du ein bisschen was, also gerade auch zu den Fox Live-Einheiten, die du ja regelmäßig gibst, kannst du ein bisschen beschreiben, was du daran so besonders findest und was dir auch Freude daran einfach macht, das so zu begleiten?
Also es war ja schon immer so, deswegen bin ich ja auch damals in die Fitnessbranche gegangen. Zum einen, weil es mir halt Spaß gemacht hat. Zum anderen, dass man halt auch Menschen ihre Ziele näher bringen kann, ihre Gesundheitsziele, dass sie die erreichen können. Und ich habe in all den Jahren gemerkt, okay, es gibt ja die Möglichkeit, das als Fitnesstrainer 1:1 auf der Fläche zu machen. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, ich glaube, neben dem Personal Training gibt es noch die Möglichkeit, das in Kursen zu machen. Und ich habe schon immer gemerkt, die Kurse liegen mir einfach viel mehr. Man hat da einfach wirklich die Leute um sich. Man kann mit den Leuten, mit mehreren Leuten zusammen interagieren. Und deswegen waren schon immer die Kurse für mich so ein Highlight, das mir wirklich am besten mitgefällt. Und das ist natürlich auch das Tolle, dass man halt bei der Fox Akademie hat man halt zum einen natürlich, man kann sein Training einzeln absolvieren. Man kann sich aber auch halt mit mehreren Leuten zusammen zum Training treffen. Das ist halt was, man hat auch einen festen Termin. Das ist ja auch so ein wichtiger Punkt heutzutage, gerade bei Umsetzung von Zielen. Wenn man jetzt sagt, okay, Donnerstag, 18 Uhr, da ist Fox Live, da treffe ich mich mit den anderen zum Training, mit Ben oder mit Christian, das ist ein fester Termin. Dann hat man schon mal so eine kleine Verbindlichkeit. Und auch für mich ist es halt toll, wenn dann die Leute immer kommen und vor allen Dingen, wenn ich dann manchmal danach auch so WhatsApp-Nachrichten bekomme, wie Christian war wieder super geil, aber oh, ich muss mich jetzt erstmal bis morgen erholen oder mal schauen, wie es mir morgen geht. War wieder aber klasse, aber halt sehr anstrengend. Das ist einfach so, was mir Spaß macht, was mir gefällt, wo ich sage, ja, jetzt hast du den Leuten was Gutes getan. Und die sind glücklich und zufrieden damit. Ja, also sprichst auch hier nochmal wieder einen ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, wir alle kennen den Schweinehund und wie er uns dann durchaus auch im Alltag mal davon überzeugen will, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, jetzt gerade was zu machen. Da ist natürlich so eine Verbindlichkeit, also ein regelmäßiger Termin im Sinne auch der Motivation. Ganz wichtig, ich kann jedem nur empfehlen, bestimmte Einheiten, auch die kurzen morgendlichen Einheiten, die sie mit dem Powerstarter als Fox-Einheit auch durchzuführen sind, einfach in den Kalender einzutragen. Wir lassen uns ja schon in großer Weise auch von diesen technischen Helferlein den Alltag gestalten. Wieso also nicht auch in dem Punkt sich diese Zeiten ganz klar zu blocken? Und was ich auch nochmal wichtig finde, um das auch so ein bisschen zu differenzieren. Das ist natürlich möglich, mit der Foxhantel ein hocheffizientes und auch sehr anstrengendes und ermüdendes Training durchzuführen. Aber weil das durch den einmal durch den Hebel, also wie ist die Armhaltung, ist die Hantel eher weiter weg oder ist sie näher dran, bestimme ich ja zum einen auch die Intensität als auch durch die Bewegungsgeschwindigkeit. Je schneller diese Armführung ist und die Kontraktion und die dadurch entstehende Beschleunigung dieses speziellen Granulats, desto intensiver kann das Training auch sein. So kann eben auch jeder in so einer Einheit einen Gang runterschalten, während andere eben durchaus ihre Grenzen da dann erreichen können. Du bist in deinem zweiten Berufsleben, das ja auch den größeren Teil einnimmt, Support Manager bei der Ulrich Müller Wealth Academy und auch ein wichtiger Lebensbereich, den das nochmal mit bei dir ausmacht. Und dort werden auch gelegentlich von dir 3x3 Einheiten mitgemacht. Also, um das vielleicht kurz zu beschreiben, das 3x3-Konzept gibt es speziell für Unternehmen. Da können eben dann die Mitarbeiter im gemeinschaftlichen Mitarbeiterinnen, also das Team, sich immer wieder zwischendurch aktivieren, auf körperlicher, geistiger, aber auch eben auf seelischer Ebene mal einbremsen, um eben den durchaus auch Gesundheitsbelastungen, die unser Arbeitsleben oder unser tägliches Leben bietet, entgegenzuwirken. Und ihr habt da zum Beispiel als ein Element regelmäßige Live-Sessions, dass nicht jeder das alleine macht, sondern dass ihr euch eben online in einer Videokonferenz kurz zusammenfindet zu bestimmten Zeiten. Da leitest du das auch an. Ich glaube, sogar Minuten bevor wir dieses Interview begonnen haben, hat noch eine kurze Session stattgefunden. Insofern könnt ihr euch auch erklären, warum Christian hochenergetisiert in dieses Interview gestartet ist. Die Power war einfach auch dadurch noch mitgenommen. Was beobachtest du? Was macht das mit euch? Was bringt euch das? Und was bringt dir das auch persönlich, so ein kurzer 3-Minuten-Impuls? Also das Schöne ist ja auch daran, zum einen, ich bin ja hier im Homeoffice tätig, manche andere ja auch bei der Ulrich Müller Wealth Academy und ich arbeite ja von Leipzig aus und die anderen sitzen ja hauptsächlich in Hamburg und so ist es auch erstmal eine Möglichkeit, dass man sich mal täglich mal kurz sieht, ja? Weil sonst wird das ja komplett untergehen, man kann mal ein bisschen kurzen Plausch machen und dann beim Training ist einfach mal schön, viele, wie gesagt, arbeiten halt am Schreibtisch. Und mit so einem Laufband, das machen ja, oder das kennen ja die wenigsten, ja. Oder viele haben zwar diese Stehschreibtische, aber ich fände es jetzt auch furchtbar, wenn ich zum Beispiel 8 Stunden am Tag jetzt nur stehen müsste am Schreibtisch, ja. Das ist ja wieder das andere Extrem. Wäre auch gar nicht so Dadurch, gut. eben, genau, das ist wieder was,
die Dosis macht das Gift, ja. Ob ich jetzt zu viel sitze oder zu viel stehe, beides ist nicht so gut. Aber halt die meisten sitzen und gerade durch dieses kurze mal den Berufsalltag ausbrechen, aus dieser sitzenden Haltung ausbrechen, sich ein bisschen bewegen, mehr Schwung reinkriegen, was für die Gesundheit tun und das halt gemeinschaftlich tun mit einem Team, was man ja sonst so meistens nur durch Telefonate dann mithört. Es macht einfach auch Spaß, es verbindet halt auch ein bisschen und man kriegt auch einfach dann, ja, wie du so schön sagst, man geht dann auch wieder frischer einfach wieder seinen Tätigkeiten nach und vielleicht natürlich auch dann dementsprechend effektiver. Ja? Dass dann halt die Durchblutung gefüttert wird, man vielleicht auf neue Ideen kommt. Und das Schöne ist ja auch beim Fox, es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten. Wie du schon angesprochen hast, man kann das natürlich hochintensiv vom Training her gestalten oder auch einfach mal noch so zwischendurch mit ein paar lockeren Einheiten oder ein paar lockeren Übungen, gerade beim Sitzen, was jetzt die Schulter- oder Rückenmuskulatur angeht. Ja, dass nicht dieses Vorneigen, diese Verspannungen kommt. Und weil es auch einfache Übungen gibt, ist auch das Schöne, dass man mal sagt, nicht nur ich als Fox-Instructor, sage ich jetzt mal, leite diese 5-Minuten-Einheit, die wir jetzt machen, sondern vielleicht auch mal ein anderer aus dem Team, der darauf Lust hat und schon ein paar Übungen kennt. Und das ist natürlich dann auch eine schöne Sache, wenn das mal jemand anderes machen kann. Dann beim nächsten Mal macht es wieder jemand anderes, man guckt sich das so an, macht das mit. Und das verbindet halt einfach noch ein bisschen mehr. Ne? Ja, also klar, du sprichst viele Elemente an und das ist auch das, was ich häufig reflektiert bekomme, dass es eben auch im Team ganz viel macht. Man rückt näher zusammen, man fördert eben auch da das Miteinander unglaublich nebst der frischen Energie. Ich weiß, dass es in anderen Unternehmen oft so gemacht wird, da bin ich wirklich dann in dieser Anleitung auf die Leinwand projiziert und es wird der Bildschirm wird geteilt und alle folgen eben der Anleitung da. Es gibt also viele Mischungen, wenn Kompetenz eben auch da vorhanden ist, dann ist das natürlich einfach nur schön, das eben auch ein Stück weit aus der Belegschaft heraus mit zu leisten, um eben auch dieses Persönliche, dieses Verändernde immer wieder noch mit drin zu haben. Ich würde dich gerne... Darf ich noch ganz kurz? Gerne, ein wichtiger Punkt, was mir jetzt gerade dazu auch noch einfällt, ist ja diese Sache, ich weiß ja in Hamburg zum Beispiel im Büro, da stehen diese Fox-Handeln, ja? Und stehen sie da. Ja, das wird ja bei anderen auch dann sein, oft holt man sich ein Trainingsgerät, ja, aber meistens verstaubt es dann irgendwo zu Hause in der Ecke, wenn man es nicht effektiv nutzt. Und gerade bei solchen Einheiten ist das wieder, was wir vorhin schon angesprochen hatten, was du dann auch sagtest mit dem Schweinehund. Ja? Jeder weiß jetzt halt, okay, es gibt einen festen Zeitpunkt, da trifft man sich, da macht man dieses kurze Training. Ja? Also rafft man sich auf und macht es mit allen gemeinsam. Ja? Und das ist halt wirklich nochmal dieser Zusammenhalt, den Schweinehund dann auch zu überwinden und dann wirklich was täglich zu machen. Ja, absolut. Also ganz klar, auch da ist die Fox-Hantel mit Sicherheit nur so gut, wie sie dann auch eingesetzt wird. Also sie kann ja hocheffektiv sein, wenn sie nicht genutzt wird, dann wird sie auch nichts verändern an deiner Gesundheit. Und deswegen, also bei mir ist es auch so, sie stehen am Schreibtisch, ne? Sie sind im Blickfeld, es ist wie das Glas Wasser, was auf dem Schreibtisch steht. Ja. Diese Dinge dürfen auch hier gerne nochmal aus dem Podcast heraus als Tipp einfach mal umgesetzt werden und darauf genau, Prost. Christian, vielleicht hast du, weil du darin auch ein bisschen anders bist, für das Publikum heute nochmal einen Motivationstipp. Wie machst du das zum Beispiel, um deine Motivation einfach für Bewegung hochzuhalten? Ja, also das Wichtigste wirklich für mich jetzt, für mich persönlich, ist auch dieser Faktor Spaß dran haben. Ja? Einfach dran Spaß dran haben. Wenn ich jetzt sehen würde, zum Beispiel, ich nehme mal jetzt einfach ein Beispiel, was meistens ein Fitnessstudio ist. Jemand kommt und sagt, ich möchte was für meine Gesundheit tun, ich möchte abnehmen, etc. Ja? Dann kann man denen noch so einen schönen Plan schreiben oder man kann noch so viele Empfehlungen geben. Wenn derjenige, es gibt zwar Ausnahmen, die dann gewissenhaft sind, aber wenn derjenige keinen Spaß dran hat und sich dazu zwingen muss, dann wird er langfristig nicht erfolgreich sein. Ja? Und wenn man was findet für sich, was einem Spaß macht, ja, und dann halt noch was für die Gesundheit tut, dann macht man das gerne. Und das ist für mich natürlich so ein Faktor, wenn ich Spaß dran habe, dann bin ich dafür motiviert, dann mache ich das gerne. Und genauso ist es halt, was ich vorhin beim Cross Deluxe angesprochen habe. Wenn ich mich da durchquälen müsste und ich keinen Spaß dran hätte, dann würde ich das ja hätte ich das nicht zum 10. Mal gemacht. Ja? Und so ist das halt für mich für die Motivation. Das ist genauso jetzt der neue Job, wo ich jetzt bin. Also früher, klar, was ich gesagt habe, Kurstraining, Kurse geben mit Leuten, das hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Deswegen war ich dafür begeistert. Jetzt der neue Job, das ist ein Thema, was mich begeistert, was mir Spaß macht. Ja, deswegen ist es eigentlich, wo ich sage, das ist für mich eigentlich keine Arbeit, das motiviert mich, da gehe ich jeden Tag hin, muss nicht sagen, oh, jetzt muss ich mich wieder hinschleppen, jetzt wieder den ganzen Tag da vom Bildschirm. Nee, das macht mir einfach Spaß, deswegen bin ich dafür motiviert
Und deswegen, jeder, der auch gerne ein Ziel hat, sollte was für sich finden, worin er auch ein bisschen Spaß hat. Ja? Wenn jetzt jemand sagt, oh, ins Fitnessstudio, ja, ich würde was für meine Gesundheit tun, aber Fitnessstudio, das macht mir keinen Spaß, dann kann man ja was anderes suchen. Ja? Man kann ja gucken, liegt mir vielleicht, gehe ich lieber schwimmen oder gehe ich lieber Fahrrad fahren oder mache ich halt eine Mannschaftssportart, je nachdem, wie es bei Corona geht. Ja? Es gibt ja Volleyball, Fußball, Basketball oder sonstige Sachen. Ob man jetzt tanzen geht, man muss halt das finden, was einem Spaß macht. Ja? Und letztendlich ist ja natürlich eine Zeitfrage immer oder der Zeitfaktor immer ganz wichtig mit bei der Umsetzung von Zielen. Und deswegen, da sind halt die Foxhandel wirklich einfach super in meinen Augen. Die machen mir Spaß und ich habe wirklich in weniger Zeit oder in kurzer Zeit ein effektives Training. Ja? Und deswegen sollte man wirklich, um deine Motivation hochzuhalten, so sehe ich das, auf den Spaßfaktor ein bisschen mit achten. Ja, definitiv. Also ist auch nochmal eine schöne Vorlage für mich. Ich habe kürzlich eine Studie zu dem Thema gelesen, warum sich bestimmte Menschen eben auch besonderen sportlichen Herausforderungen widmen. Beispielsweise könnte ich die Bergwanderung nehmen, wenn neben mir doch eine Gondel hochfährt, Ja. warum gehe ich dann hoch? Also da verspreche und kündige in dieser Podcast-Folge schon an, dazu werde ich als nächstes einen Podcast auch nochmal aufzeichnen und dann auch nochmal über diese Themen sprechen. Und du sagst ganz klar, Spaß, und da sage ich aus zweierlei Gesichtspunkten unbedingt, Spaß an der Sache selber, super, oder an Bewegung per se, klasse, das ist natürlich die günstigste Voraussetzung, oder wenigstens Spaß an den Fortschritten und an den Ergebnissen haben. Und die lassen sich natürlich je nachdem, was man macht, dann auch entsprechend schnell erreichen. Nur immer aus Gewissenhaftigkeit oder diesen Dingen, ich weiß gar nicht, ob das wirklich am Ende eine gute Rechnung ist, die dann auch aufgeht. Christian, zum Abschluss habe ich noch eine schnelle Fragerunde, wie das so typisch Okay. ist in meinen Podcast-Interviews mit dir vor, und würde dich einfach bitten, die folgenden Sätze ganz intuitiv und kurz zu vervollständigen. Gesundheit bedeutet für mich, Ein sehr wichtiger Faktor, der wichtigste Faktor, um Ziele zu erreichen. ich starte in meinen Tag mit Einem Glas Wasser. dieses Buch halte ich für lesenswert. Da gibt es wieder viele. Vielleicht einfach mal eins. Es gibt so viele schöne. Du bist genug. Du bist genug. Das ist cool. Als Hörbuch kann ich das besonders empfehlen. Super. Das mache ich, wenn ich mich belohne. Entweder ich gehe in die Sauna oder ich nasche was. Gibt es solche Situationen häufiger? Was muss dafür eintreten? Also letztendlich mit Belohnung arbeite ich ja weniger. Aber jetzt zum Beispiel nach dem Cross Deluxe, da habe ich ja auch gesagt, gut, du hast jetzt genug Kalorien verbrannt. Jetzt musst du auch mal wirklich nicht drauf achten, die nächsten 2 Tage, wie dein Ernährungsplan aussieht. Jetzt kannst du auch mal wieder essen, was du willst. Ja. Wenn ich am Tag mal müde bin, dann Dann geht's ans Waschbecken, Spritzer kaltes Wasser, also kaltes Wasser ins Gesicht oder eine Runde mit dem Fox halten. sehr gut. Und abschließend, das Leben ist für mich. Schön. Einfach nur schön. Ja, wunderbar. Lieber Christian, ich danke dir ganz herzlich für deine ganz persönlichen Einblicke. Ich möchte dir auch in dieser Podcast-Folge einfach nochmal ganz, ganz herzlich für deine Unterstützung in der Fox Akademie, für deine Begleitung auch in meiner Vision bei gesund erhalten und gesund machen von Menschen unheimlich danken. Ich freue mich, dass wir uns begegnet sind, und ich wünsche dir auch für deine Zukunft in allen Bereichen, Gesundheit, Sport, Beruf, alles, alles erdenklich Gute. Ja, vielen Dank, Ben. Ja, also ich freue mich ja auch, dass ich dich kennenlernen durfte, dass es so gekommen ist, wie es jetzt ist. Und ich freue mich natürlich auch wahnsinnig auf viele weitere Fox-Live-Einheiten mit vielen Teilnehmern, die neu dazukommen, das System kennenlernen dürfen. Ja, und bin gespannt, wie unser Weg dann noch weitergehen wird. Ja, also wer sich dafür interessiert, der wendet sich am besten einfach an Christian. Wir werden im Übrigen auch noch einen sehr, sehr interessanten Blog von Christian hier mit verlinken, der, glaube ich, auch nochmal seine Lebenseinstellung schön zeigt. Ich finde das immer wieder richtig schön, was du da schreibst und wie du es einfach auch lebst, ne? Das ist ein ganz besonderer Faktor bei dir. Also vielen herzlichen Dank, und nochmal der Tipp, schaut euch mal seinen Blog an. Alles Gute für euch. Danke, Ben. Dir auch alles Gute.